Da ist er. Da ist er. Gefunden. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ich bin in den Tod!
Du hast mich gerettet. Ich danke dir. Hast du die Helote namens Rhode gesehen? Ja, sie wurde zum Zentrum von Appia gebracht. Es heißt, dass sie dort den Tod finden wird. Das Stadtzentrum. Ich muss mich beeilen. Halt dein Maul! Was kommt davon, wenn man nimmt, was einem nicht gehört? Ein Tod wird allen eine Warnung sein. Es ist mir egal, wem das Essen gehört hat. Wir waren hungrig. Wenn du das Spektakel sehen willst, hast du von da unten bei den anderen eine bessere Sicht. Wer bist du? Ich bin wegen dieser Frau hier. Die? Die wurde mal wieder in der Küche beim Stehlen erwischt. Wir haben den ausdrücklichen Befehl, dafür zu sorgen, dass das aufhört. Ich brauche sie lebend. Lasst sie frei, dann wird niemand verletzt. Alles hat seinen Preis, Söldling. Wir brauchen Drachmen, um den Proviant aufzustocken. Ich bezahle für sie. Na dann,
Ich vergaß die Zusatzkosten für unsere Mühen. Heute ist harte Arbeit, weißt du? Zahle das Doppelte und ich übergebe sie dir. Hey Hades, gib ihm keine einzige Drachme. Sei still! Es reicht. Ich nehme sie mit. Und eure Köpfe auch. Ja, hol sie dir! Das war die falsche Wahl. Ergreif den Söldner! Ich bin bereit für dich! Das war knapp. Danke, Söldner. Gut, dass du vorbeikamst. Chiere. Warte. Ich suche den Befehlshaber. Es hieß, du wüsstest etwas über ihn. Der Befehlshaber? Oh, ich kenne ihn. Das stimmt. Welch schöne Erinnerungen. Ich habe mal für diesen Malakes gearbeitet. Zeig mir den Befehlshaber. Und ich schlitze ihm die Kehle auf. Du willst ihn umbringen? Mhm. Schön. Es geht einiges vor sich in Messenien, Söldner. Sieh nur, wie wir leiden. Wie die Kinder leiden. Es muss doch ein besseres Schicksal für sie geben. Ich habe einen Plan, wie ich die Kinder von hier wegschaffen kann. Meinen Sohn und die anderen. Hilf den Kindern, dann helfe ich dir. Ich mache es. Aber du musst mir sagen, wo der Befehlshaber ist. Sehr nett von dir, Söldner. Ich verspreche, du wirst dein Ziel finden. Aber schlitze ihn bitte nicht vor den Kindern auf. Wie willst du die Kinder hier rausschaffen? In der Nähe gibt es einen Fischer, den wir gut für seine Hilfe bezahlen. Wir müssen die Kinder zu seinem Boot an der Anlegestelle bringen, und zwar schnell. Die Zeit läuft uns davon. Geh voran. Folge mir. Hallo, mein kleiner Krümel. Wir haben keine Zeit. Wir müssen los. Schnell. Wer ist das? Ein freundlicher Söldner. Er wird uns helfen, von hier zu verschwinden. Also gut, Leute. Martha sagt, wir sollen dem Söldner folgen. Bleibt zusammen, damit keiner verloren geht. Bleibt zusammen, damit keiner verloren geht. Das ist kein Spiel. Hast du einen Heldennamen, Söldner? Ein Heldenname ist ein Deckname, den nur die größten und bestesten Helden haben. Meistens eine Kombination aus einem coolen Tier und dem Wetter. Sagt ihm eure Heldennamen, Kinder.
Ich wusste, ich würde dich hier finden, Adlermann. Du hast mich. Sie hatten recht. Du stehst immer im Zentrum jedes Aufruhrs. Warum trittst du nicht beiseite und lässt mich meine Arbeit tun? Ich kümmere mich um dich. Und dich, sobald ich die Kinder weggebracht habe. Sie haben noch zu tun. Lass die Kinder da raus. Ich werde es genießen, dich in deinem eigenen Blut zu ertränken. Zeit zu sterben! Such du doch einen für mich aus. Oh, wie wär's mit Adler? Ja, geschafft. Du hast Adler Donner, Adler Donner, Adler Donner, Adler Donner. Das war der totale Wahnsinn. Söldner, du hast es geschafft. Es ist Zeit für dich zu gehen, kleiner Krümel. Du kommst nicht mit? Nein, ich muss bleiben und hart arbeiten, damit ich dich eines Tages besuchen kann. Nein, nein! Wo ist mein Vater? Wo ist meine Martha? Ohne dich will ich nicht gehen, Martha. Er nimmt mich in den Arm, wenn ich schlecht geträumt habe. Söldner, ich weiß nicht. Nun, da der Zeitpunkt gekommen ist, weiß ich nicht, ob ich es ertrage, sie fortzuschicken. Schick uns nicht weg, bitte! Kinder sollten nicht von ihren Eltern getrennt werden. Ihr solltet bleiben. Ich kann bleiben? Martha, wir bleiben zusammen. Pater! Pater! Ich bin froh, dass mein kleiner Krümel hier bleibt. Aber ist es das Richtige? Es wäre grausam, diese Familien zu trennen. Vielleicht ist es noch grausamer, sie zu einem Leben in Messenien zu verdammen.
Ich weiß nicht, ob wir in der Lage sind, sie zu schützen. Wir werden immer für unsere Kinder kämpfen. Ja, immer. Und du hast deinen Befehlshaber. Hab Dank, Söldner. Mögen sich unsere Wege wieder kreuzen.